holen wir einmal das schlafende Gärtnerplatztheater aus der Versenkung für eine Talkshow. Die heißt Hinter dem Vorhang. Ich freue mich ganz besonders, zwei Ensemblemitglieder hier begrüßen zu dürfen. Frances Lucy, Daniel Gutmann, Sopran, Bariton und als Ehrengast, den muss ich gar nicht vorstellen, aber ich tue es, Konstantin Wecker. Herzlich willkommen. Es ist ein Thema, das die Musik, die Kunst immer beschäftigt hat. Viele Komponisten reden drüber, schrieben drüber oder müssen sich damit beschäftigen. Es heißt Liederliches. Liederlich kann man ja so und so sehen. Ein Lied ist was Liederliches, muss es aber nicht sein. Ich beginne mit einem Zitat und dann gebe ich gleich weiter an euch. Man soll alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen, sagte Johann Wolfgang von Goethe. Deswegen wollen wir heute hier sein. Das Gemälde, da bitte ich mal den Zuschauerraum an. Frances, geboren in Dublin, zuerst Musikwissenschaft und moderne Sprachen studiert. Richtig. Dann Opernstudio. Opernstudio, eine bayerische Staatsoper. Und dann wurde ich eingeladen, ins Ensemble Mitglied zu werden. Da war ich mit Opernstudio 10 Jahre und dann kam ich nach hierher, ins Gärtnerplatztheater. Aber dazwischen Seattle, Washington, also New York. Also währenddessen habe ich Glück gehabt. Ich hatte einen ganz tollen Agent in New York. Und da habe ich viel in Amerika, Seattle, Washington, New York und auch in Japan, in Tokio und in Spanien. Ja, da war was los. Es ist auch immer was los. Du bist hier ein gern gesehenes, willkommenes und hochgeschätztes Ensemblemitglied. Daniel, als junger Bariton machst du ja Dinge, die, glaube ich, Konstantin sehr erfreuen würden, wenn er das hört jetzt. Und zwar, du bist nicht nur ein hervorragender junger Bariton mit großem Repertoire, Erfahrungen auch schon trotz der Jugend bei den Salzburger Festspielen und jetzt direkt nach dem Studium hier im Festengagement, Papageno und viele andere Dinge auch, Bohem singst du mit, aber du leitest auch eine, du bist Frontman einer Rockband. Country Music Band, ganz genau. Also im Endeffekt, die Country Music hat sich zufällig ergeben, so viele Stationen in meinem Leben. Und wir haben Anfang des Studiums einfach spaßhalber eine Band gegründet. Der Name ist fast ein bisschen peinlich, aber auch lustig. Wir haben uns die Country Lovers genannt. Einfach aus der Johnny Cash-Liebe und aus, keine Ahnung, ich hatte eine tiefe Stimme und man hat mir gesagt, ich soll mal Johnny Cash ausprobieren. Was habe ich dann gemacht? Ich habe auch Gitarre studiert und so ist es eigentlich zufällig zur Country-Musik gekommen und wir haben dann erfahren, dass es in Österreich einen Country Music Award gibt. Wir haben uns nichts dabei gedacht, wir haben nur gewusst, dass wir mit einem neuen Namen dorthin müssen und wir haben den dann gewonnen und sind somit auch in diese Country-Szene reingerutscht und wir sind sehr gerne da drinnen und spielen einfach gerne zusammen Country-Musik. Na, in Texas habt ihr ja auch gewonnen, genau. Oder? Also der österreichische Award, das war 2014, das waren die Anfänge und wir haben natürlich da auch international einiges gespielt, vor allem viel in Deutschland. Da ist die Country-Szene doch recht groß, mag man vielleicht nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Und wir wurden dann 2018 eingeladen zum Texas Sounds Country Music International Award in Jefferson, Texas. Das ist eine kleine Stadt in Texas, kennt kaum einer in Texas selbst, aber doch haben sie ein kleines Festival und auch einen kleinen Award. Und wir sind da auch hingefahren und haben dann einen Rising Star Award gewonnen, was für uns natürlich super war. Wir können uns jetzt nicht viel dafür kaufen, aber wir sind sehr stolz darauf und ja. Kunst für die Ehre, Kunst, dass das du nickst so zustimmend, da ist ja auch eine Verbindung. Ich meine, Klassik muss ja nicht immer nur Klassik bleiben, hat ja so viele Berührungspunkte, natürlich auch in diesem Haus speziell. Uns verbindet etwas, wir haben beide unter dem Klavier gewohnt. Ein bisschen. Ja. Ja, und ich hatte einen Opernsänger als Vater. Ja. Und deswegen bin ich automatisch in diese Musik hineingewachsen. Mhm. Ich kannte nur Aufnahmen, Schellackplatten von Callas Teballi, habe ich nachgesungen. Und dann habe ich mit meinem Vater immer die großen Liebesduette der italienischen Oper gesungen. Ich war eine hinreißende Traviata. Und der Papa hat eine sehr schöne Stimme gehabt, aber er ist nie eigentlich berühmt geworden. Der war auch Maler. Und ich fand es sehr schön, weil er war nicht auf den Bühnen der Welt zu Hause, sondern er war zu Hause. Und wir konnten miteinander singen.
Also das war schon atemberaubend. Ich kam eigentlich erst mit 14, 15 auf die Idee, dass es noch eine andere Musik gab. Da kamen die ersten Beatles-Songs. Habe ich ziemlich arrogant noch gesagt, als 14-Jähriger, hört lieber Beethoven an, scheiße. Und irgendwann dann hat mich wirklich erwischt, hat mich die Janis Joplin, also der Soul. Mit der Joplin ist bei mir ein Herz aufgegangen für eine andere Art von Musik. Und der Soul und der Blues ist weiterhin auch sehr tief in meinem Herzen. Du hast hier deinen ersten Bühnenauftritt gehabt. Ja. Wollen wir mal ein bisschen reinhören? Wir haben nicht das Original, das haben wir leider nicht gefunden. Das, es ist eine Britenoper, der kleine Schornsteinfeger. Oh ja, und, ich gut, habe ich gemacht. Da Konstantin war Sopran, Knabensopran im Rudolf Lamy Chor. Und hier, du warst dabei, aus dem kleinen Schornsteinfeger. Eine kurze Einspielung bitte. Das ist schön. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern an alles, aber ich weiß, dass mich die Musik sehr mitgerissen hat. Mhm. Und ich meine, ich war 12 Jahre damals. Mhm. Und ich glaube, dass ich hier der bin, der dem Theater am längsten verbunden ist. Deswegen kann man bist mal so du ja sagen, hier. Oder? Ja. Nein, und das Schöne ist, du bleibst also uns verbunden. Ist ein halbes Jahrhundert, über ein halbes Jahrhundert. Und ich stand da, das weiß ich noch, und dann habe ich nur einen Satz gehabt, solo. Oder zwei. Und habe die rausgeschmettert und stand hier. Und aus dieser Prozessionierungsloge stand einer auf und hat applaudiert. Das werde ich nie vergessen. Das hat gut getan. Ja, das hat richtig gut getan. Ist es das Wort, also nimmt man das Wort als Kind auch wahr, wenn man musiziert? Oder ist es nur die Kraft des Klanges? Ich komme jetzt auf das Wort Klang, weil du hier dieses wunderbare Programm mit dem Michael Dangl, mit der Jara Blümel und so weiter, mit der Fanny gemacht hast, mit der Cellistin, den Klang der ungespielten Töne, der auch wiederkommen wird, ich hoffe noch sehr oft, der brechend voll war, der wahnsinnig berührend war. Und da kam ja auch dieses Traviata-Duett mit einem Knabensopran und einem Tenor. Ist es wirklich das Wort, weil wir sprechen auch über Wort-Ton-Verhältnisse heute ein bisschen und die Notwendigkeit, Missbrauch von Wort bei der Musik oder die Musik wird für ein Wort missbraucht, oder ist es wirklich nur der Klang, der fasziniert? Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es war mit 6 oder 7 oder 8, aber ich konnte ja kein Wort Italienisch, aber ich habe halt das nachgesungen, was die Callas gesungen hat. Mhm. Parigi, Caro, Noi lasceremo und das war der Klang der Sprache. Mhm. Aber später, also als ich 12 Jahre war, begann ich mich für Gedichte zu interessieren. Mhm. Und ich habe damals, also ich hätte meine Pubertät ohne Trakl nicht überstanden. Mhm. Und ohne die expressionistischen Dichter. Mhm. Viele von ihnen ja so sehr, sehr früh verstorben, auch wie Georg Heim und so weiter. Und mich hat die Sprache fasziniert. Und einer der Gründe, warum ich eigentlich nicht mit der Oper weitermachen wollte, war, weil mich die Texte nicht wirklich begeistert haben. Mhm. Später habe ich dann natürlich Strauss, also es gibt schon Ausnahmen, und dann, wenn man die italienischen Texte mal genau von sich selbst aus bedacht, nur wir haben ja damals, italienische Oper gab es ja auf Deutsch, ja, nicht auf Italienisch. Mhm. Und das waren schon komische Übersetzungen. Also, muss das sagen. Ich glaube, eine Tosca funktioniert durch dieses Veristische, also dann etwas, wo es schärfer wird, funktioniert das noch besser als diese auch aus dem Belcanto kommenden stupenden Wiederholungen. Selbst in der deutschen Romantik, das hat ja auch was unglaublich Suggestives, wenn der Max im Freischütz singt, mich packt Verzweiflung, trifft der Sport, mich packt Verzweiflung, trifft der Sport, mich packt Verzweiflung, ewig, 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 ewig. Und du denkst dir dann, okay, ist denen nichts eingefallen? Ja, ja, ja. Oder hat es wirklich da die Musik das Übergewicht gehabt? Aber hat sie wahrscheinlich gehabt. Aber beim Freischütz zum Beispiel haben wir gedacht,
wie kann man so eine schöne Musik mit so einer schrecklichen Sprache? Also das war für mich grauenvoll. Ja, weil es altes Deutsch ist. Weil ich habe es auch noch verstanden. Ja. Italienisch habe ich nicht verstanden. Ja, ja. Aber ich glaube, die Großen, ich hatte eine Arbeit zu schreiben an der Hochschule. Ich habe ja nie fertig studiert. Ich bin ein völlig ungebildeter Mensch. Also was den Abschluss angeht. Schade, dass jetzt niemand widersprochen hat. Das ist auch grausam. Moment, das geht es auch mir so. Ich war jetzt fasziniert, dass da noch jemand gibt. Ich habe auch ganz viel studiert und nirgends abgeschlossen. Ja, also es heißt immer, die Österreicher lieben Titel. Ja, das stimmt nicht. Ich brauche gar keinen. Mir ist das Leben wichtiger als ein Titel. Aber das Interessante war, ich musste oder durfte eine Arbeit schreiben über das Wort-Ton-Verhältnis und begann zu wühlen. Und habe wirklich erst über diese Aufgabe als 19-, 20-Jähriger auch mich auseinandergesetzt, was die Komponisten wie und warum gemacht haben. Wo eine Stimme klingt, da sind wir dann wieder beim Liedermacher oder auch bei der Operette. Und ich werfe ein neues, nicht besonders provokantes Zitat in die Runde, aber einen Ausspruch von Oscar Wilde. Oh. Der da sagt, die Bühne scheint mir der Treffpunkt von Kunst und Leben zu sein. Das ist so einfach. Und trotzdem auch, glaube ich, sehr entwaffnend, weil er hat ja den Briten in erster Linie so einen Spiegel vorgehalten, der aber auch in jeglichen anderen Bühnen dieser Welt funktioniert und mit Salome auch für eine sexuelle Revolution gekämpft. Ja. Strauss sofort aufgegriffen natürlich. Francis, Gilbert und Sullivan, er war ja auch Wild-Inspirator für das. Absolut, ja. Was hast du gesungen, Gilbert und Sullivan? Oh, ich habe ziemlich viel. Ich habe Piraten und ich habe Mikado und The Gondoliers. Da habe ich schon vieles, hast auch zu Hause. Ein Beispiel als Sprachwissenschaftlerin, wo, wenn dir eins einfällt, wir sind das ja spontan hier, wenn nicht, macht es auch nicht, dieses simple, strikte in der Sprache von Gilbert und Sullivan Operetten eigentlich. Also sehr viele Zitate von Gilbert und Sullivan sind tatsächlich in englischen, Alltagsenglischen übernommen worden. Ja. Und das ist natürlich, viele Leute wissen das heutzutage nicht mehr. Und das finde ich natürlich der beste Beweis, dass sie was Triftiges zu sagen hat. Fällt dir ein Beispiel ein? Modified Rapture. Ah, kennst du das? Ja, also wenn irgendwas, man möchte, also jemand fragt, ach, also wie sehe ich aus heute? Und eigentlich gefällt es dir nicht, du sagst so Modified Rapture. Rapture wäre natürlich toll. Ja. Und Modified Rapture, naja, es könnte besser sein. Aber ich finde, auf dieses Thema Wort und Bedeutung und Ton, weil ich später, du hast mich gebeten, ein irisches Lied zu singen. Das war für uns, als die Engländer so viele hundert Jahre bei uns waren, das war eine sehr wichtige Waffe für uns, unsere Unzufriedenheit und Drang nach Freiheit Ausdruck zu bringen. Und in dem Lied ist das tatsächlich, ich rede von four fields, also vier Wiesen, aber die stehen tatsächlich für die vier Provinzen vom Irland. Vom Irland, ja. Und die Dame, von der ich singe, ist auch Irland. Irland war oft eine Frau. The lady. Meistens eine junge, schöne Frau, aber hier eine ältere, stolze Frau. Also Sprache war und ist immer noch unheimlich wichtig im Irland. Und ich glaube, für die meisten Länder, wo Poesie wichtig ist, sehr wichtig. Um einiges auszudrücken, was nicht erlaubt ist. Ja, wir haben ja, das sollte man schon immer wieder erwähnen, wir haben ja in Deutschland dieses Problem gehabt natürlich, dass alles, was es an Volksliedern früher gab, ist von den Nazis so missbraucht worden, vergiftet. Dass es praktisch vergiftet ist. Mhm. Ja? Wir mussten irgendwie fast eine neue Sprache entwickeln, weil die Sprache sofort versaut worden ist verdorben worden ist. Die Beschäftigung mit Aufstand und Revolution. Mhm, ja. Man merkt in der heutigen Gesellschaft, du bist wo geboren genau, Daniel, frage ich jetzt? In Niederösterreich, in Zwettl. In Zwettl. Ich bin ja auch Niederösterreicher, das ist Norden, da, also auch relativ an Grenze. Mhm, ja. Genau, tschechische Grenze. Ich komme da aus diesem Dreiländereck, Slowakei, Ungarn, Niederösterreich und Burgenland als eigenes Bundesland dann noch angrenzend. Das sage ich deswegen, weil ich glaube, auf dem Dorf oder in der Kleinstadt eine andere Kommunensystematik herrscht wie in der Großstadt. Ja?
das Untertauchen oder das Weggehen aus der Kleinstadt in die Großstadt ist immer ein Schritt in die Anonymität. Daraus wächst natürlich, glaube ich, anders eine Möglichkeit des Widerstands, weil man auch Gleichgesinnte trifft, die etwas wogegen auch immer sagen wollen. Die Frage ist nur, wann sagt man wogegen etwas? Ja? Also ich bin auch gespannt nach diesen Zeiten, nach denen wie die Gesellschaft sich hoffentlich nicht zum Animalischen hin verändert, zur blanken Anarchie. Nicht zum Totalitären. Das ist das. Das ist die größte Gefahr. Das ist eine ganz große Gefahr. Bevor wir jetzt eine schöne Überleitung für unseren ersten Live-Gast, wäre ein ganz spannendes Zitat von Beaumarchais, was man oft in der Lieblichkeit der Operninterpretationen, eher der Vergangenheit, heutzutage wird das schon anders gemacht, vor allem des zweiten Teils der Beaumarchaischen Trilogie, also Der tolle Tag, ja, Figaros Hochzeit und Die Schuld der Mutter, jene berühmte, um die Französische Revolution entstandene oder Vorrevolution entstandene Trilogie. Da gibt es ein Zitat zum Figaro. Eine Rolle, die du mit dem Grafen beide wirst du singen. Ja. Hätte ich so gekonnt, sagt Beaumarchais, wie ich gewollt hätte, hätte ich dem Figaro ein Messer in die Hand gegeben und ihn, dem Grafen, die Kehle durchschneiden lassen. Oh, wow. Es hat dann Horvath gemacht, Figaro lässt sich scheiden, in die noch moderate Revolution. Und Turini hat mit dem tollsten Tag das mehr oder weniger gemacht. Es ist eher so, dass die Gräfin den Grafen dann zu Tode reitet, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt würde ich mich sehr freuen, bevor wir ein bisschen über die sadopoetischen Gesänge des Konstantin Amadeus Wecker sprechen, und da möchte ich den Bezug zu Mozart herstellen, würde ich mich über den ersten Live-Auftritt freuen, nämlich Levente Pal ist Ensemblemitglied bei unserem Haus, er singt nicht nur in Nancy und bei den Salzburger Festspielen und an der Hamburgischen Staatsoper und so weiter, nein, er singt vor allem viel bei uns, darunter auch den Osmin gesungen, und jetzt, Levi, hören wir von dir, begleitet von Dajan Ivesic, die erste Arie des Figaro, von Mozarts Le Nozze di Figaro, will der Herr Graf nicht ein Tänzchen wagen, in italienischer Sprache. Bravo, signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. Londra è vero, voi ministro, io corriero per la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, non sarà, Figaro il dice, se vuol ballare signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò, 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 ma piano, 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 piano. Meglio ogni arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arte adoperando, di qua puccendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. Alto segreto, l'arte adoperando, di qua puccendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare,
signor contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Wir hoffen auch, das hier bald spielen zu dürfen in einer Neuproduktion. Ich habe das vorher angesprochen. Endlich mal ein bisschen Beifall. Ich habe jetzt zwei Livestreams-Konzerte gegeben aus unserem Tonstudio raus. Und da hieß es, ja, wenn da auch der Mitarbeiter Beifall klatscht, könnten die Leute denken, da sind noch mehr Leute, die Beifall klatschen, und dann würden wir gegen die Regeln verstoßen. Du hast mir jetzt einen wunderbaren Ball zugespielt, Konstantin. Den wollte ich dir auch zuspielen. Danke. Wir haben geklatscht. Wir haben geklatscht, aber natürlich auch die wunderbaren Kollegen der Technik. Mit viel Abstand. Die Regie, die hier steht. Selbst der Kameramann, wenn er die Kamera nicht in der Hand hat. Das sind also Mitarbeiter des Hauses, und alles ist in großem Sicherheitsabstand. Sicherheit. Kann ein Liedermacher, hat doch keine Sicherheit, glaube ich, wenn er einfach und... Du hast mich geprägt in meiner Jugend. Ich habe sie alle gehört. Deswegen ist es eine enorme Freude und Ehre, mit dir da so sitzen zu dürfen und jetzt zu sehen, dass Konstantin Wecker nie wirklich ruhig wurde. Das ist ja auch wichtig. Eine scheinbare Ruhe ist ja keine innere Ruhe. Also interessant ist, dass ich ja bis heute eigentlich lieber Liebeslieder schreiben würde, ausschließlich. Ja. Und dann kommt mir, und das ist seit 50 Jahren so, kommt mir immer wieder die Wut dazwischen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Lied geschrieben, das hieß Wut und Zärtlichkeit. Und da kam ich erst drauf, dass es beides zusammengehört. Wir brauchen die Wut, denn wenn wir nie eine Wut wirklich auch äußern würden, dann würden wir nie mehr was ändern. Ja, die Wut ist notwendig und wir dürfen sie auch rauslassen. Und ich muss vielleicht kurz erklären, meine Lieder passieren mir alle, meine Gedichte. Ich schreibe immer zuerst den Text und dann vertone ich es. Und das passiert. Meine Lieder waren immer schon klüger als ich. Also da stand was drin, was ich manchmal in dem Alter, wo ich es geschrieben habe, gar nicht verstehen konnte. Das ist wirklich interessant. Du meinst diese Spontanität auch des Schaffens, ja, oder? Ja, ich glaube, dass man einfach in der Poesie aus einer anderen Quelle schöpft, aus einer tieferen in sich, nicht aus seinem Verstand heraus. Und eigentlich muss der Verstand abgeschaltet sein, wenn man Gedichte schreibt. Würde mir jetzt Brecht widersprechen, aber ich glaube, irgendwo würde er auch mir recht geben. Es gibt einfach Momente, da dürfen wir uns nicht vom Verstand an dem hindern lassen, was wir wirklich in der Tiefe von uns selbst sind und was wir da entdecken könnten. Weil der Verstand arbeitet oft in Mustern. Der sagt, Vorsicht, das darfst du nicht denken, das darfst du nicht denken, das wurde dir verboten. Und wenn du, was machst du morgen, dann wirst du unglücklich. Und was hast du gestern gemacht? Also ich nenne das immer, wenn es uns denkt. Was führt uns eher in eine gefährlich totalitäre Gesellschaft, eine zu große Vorsicht oder ein zu großes Wagnis? Eine zu große Vorsicht ist deswegen allein schon gefährlich, weil es gebiert in den Menschen, und das merkt man ja auch ganz deutlich in vielen Nationen, den Ruf nach dem Führer. Dass sie endlich mal jetzt wieder, jetzt haben sie jemanden, der zeigt ihnen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und ich glaube, wir dürfen gerade auch in dieser Situation hier das Rebellische nicht verlieren. Ich habe eine Demonstration angemeldet mit Freunden für den 11. Mai. Und wir versuchen dort gegen diese schreckliche Isolation vorzugehen. Die alten Menschen in Krankenhäusern, Dementen, auch Behinderten. Ja? Es gibt Menschen, die können nur, wenn du ihnen nahe bist, verstehen sie dich nur. Ja, bestimmte Formen der sogenannten Behinderung. Und Menschen sterben oft auch einfach gar nicht so an Corona, sondern sie sterben an Einsamkeit. Du darfst deine alten Eltern nicht besuchen, wenn sie am Sterben sind. Ja? Also das sind alles Dinge, das geht nicht so. Und das gibt auch andere Ideen und andere Möglichkeiten. Es gibt immer etwas, wogegen man sich wehren kann. Und ich glaube, da sind die Worte, und jetzt komme ich noch mal auf die Poesie zurück, da kann sie unglaublich hilfreich sein, weil sie in erster Linie gar nicht versucht, ideologisch zu sein. Ja. Auch trösten. Ja, trösten. Und auch durch die Wut, wenn man sie rauslässt, ist ja ein Trost. Man muss aufpassen, Poesie unterscheidet sich eben, darum nenne ich es ganz bewusst, von Parolen. Ja.
Mhm. Das ist ein großer Widerspruch, mhm. Poesie und Parolen. Und die Parolen halte ich für unglaublich gefährlich. Mhm. Sehe ich genauso. Ja. Alle. Sämtliche, wie Sie das sind. Ja, ja. Sie führen das sagt der Figaro ja auch, nicht? Sagt er ja, springt ein Hammel über den Bach, ich übersetze jetzt nicht ganz korrekt aus dem Italienischen, laufen alle anderen nach oder springen alle anderen nach. Es ist natürlich schon so, wir wollen ja zusammengehören. Also das ist ja auch, wenn du eine Band gründest oder so, will man zusammengehören. Aber ich möchte noch mal gerne diese Frage da weitergeben. Was ist es? Ist es, müssen wir mehr Widerstand leisten? Ich stelle mir gerade vor, ich schaue jetzt gerade meine Kollegen an im Haus und sage, okay, komm, jetzt brecht mal die Revolte los gegen mich als diesen Chef des Hauses. Ja. Wenn Sie Gründe hätten, würden Sie es tun. Ich würde Sie sogar dazu ermutigen, weil ich es für vernünftig halte. Denn ich glaube, was man vergisst, ist dieses seltsame hierarchische System. Wir leben seit ein paar tausend Jahren in einem Patriarchat. Und endlich muss man kapieren, dass es falsch war. Dieses Patriarchat hat nichts anderes gemacht als Kriege hervorgebracht, die Erde zerstört bis zu einem Ausmaß, dass wir vielleicht gar nicht mehr drin leben können. Es war das Patriarchat. Das muss man auch mal aussprechen können. Ich meine, ich habe irgendwann mal geschrieben, weil ja die Greta immer so gemobbt wurde von bestimmten Fällen, habe ich gesagt, wunderbar, Greta, mach weiter so, die Welt muss weiblich werden. Mhm. Ja? Wir brauchen diese Weiblichkeit, wir müssen die zulassen. Schaut mal, wer führt denn zurzeit die Welt an? Ein Trump, ein Orban, ein Bolsonaro. Bolsonaro ist ein richtiger Faschist. Yeah. Ja? Orban ist auch einer, würde ich mal sagen. Mhm. Und Trump ist was... Und man muss auch sagen, die Frauen, die führen, Jacinda Ardern und Merkel, auch in die ganz junge in Finnland. Ich habe jetzt die ist spannend. Die machen es wunderbar. Ich glaube, es darf überhaupt keine Frage von Geschlecht sein. Also ich wurde so groß, dass ich aus einer sehr starken, frauenstarken Familie kam, wo es selbstverständlich war, dass meine Mutter, meinen Vater nicht fragen musste, was damals noch Gesetz war, darf ich denn arbeiten gehen? Das war überhaupt kein Thema. Ich glaube, das hätte ich meine Mutter oder meine niemand gefallen lassen. Und diese Stärke, mit der man, mit dieser Selbstverständlichkeit, ich fand dann immer, als Gespräche über Emanzipation losbrachen, ich fand das immer so seltsam. Immer dachte, worüber reden die eigentlich? Was ist denn bei denen zu Hause los? Und hab's dann mal mitgekriegt. Ja? Also es ging wirklich bis zum, du gehst nicht mehr arbeiten oder so. Also vielleicht, diese Ansage, was in den späten 70er Jahren auch noch, oder 70er Jahren noch möglich war, soweit ich weiß. Was ich dazu sagen muss, das ist ein Problem der Macht eben auch. Ich bin bekennender alter Anarcho und ich träume von einer herrschaftsfreien Welt. Das heißt, Macht wird überall, wo sie da ist, wird sie missbraucht. Wir könnten aber auch in einer Welt leben, wo es natürlich ein Miteinander gibt, wo ich akzeptiere, der kann in dem Punkt was anders als ich, also deswegen folge ich ihm. Mhm. Aber immer, wenn die Macht ausgeübt wird, dann ist etwas dabei, dass du den anderen brichst, da muss ein Gehorsam sein. Mhm. Wie sagte Hannah Arendt so schön, das große Problem, also kein Mensch hat ein Recht auf Gehorsam. Ja? Mhm. Und das große Problem ist dieser bedingungslose Gehorsam. Mhm. Was hat uns in der Nazizeit Lass uns drüber nachdenken. 75 Jahre sind wir jetzt befreit von den Nazis. Mhm. Ja? Das muss ein Feiertag werden, dieser 8. Mai. Ja, ja, absolut. Unbedingt ein Feiertag. Ja, ja. Und was hat uns in den Wahnsinn getrieben? Der Gehorsam, der bedingungslose Gehorsam. Mhm. Und ich sage immer, wenn ich bei meinen Studenten rede oder so, seid ungehorsam. Lernt den Ungehorsam und wir müssen Schulen des Ungehorsams gründen. Oder Schulen der persönlichen Bildung, die nicht einfach nur, das ist schwierig. Wir wissen, wir kennen die Schwierigkeiten auch auf dem Weg, aber das heißt nicht, dass wir uns denen nicht stellen könnten und versuchen, ein besseres Modul zu machen. Coco Chanel, ich springe zurück. Dem wunderbaren Wort ist da gar nichts für mich hinzuzufügen, glaube ich, weil ich es genauso sehe. Manchmal ist es auch schwierig. Es ist auch in einer, ich nenne es jetzt bewusst, Führungsposition wahnsinnig schwierig. Ja, also das, ich möchte da kein Mitleid und schon nur ein bisschen Aber jemanden führen ist ja was anderes als Macht auszuüben. So, das meine ich auch. Das, daraufhin wollte ich hinaus. Ich appelliere in die Selbstständigkeit. Mir ist lieber, die Leute machen es. Ja, also ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem. Ich komme ja eigentlich vom Land eher, also es ist eine Stadt im ländlichen Raum, eine Kleinstadt. Und es fängt schon in der Kleinpolitik an, in der Gemeindepolitik. Dass man nicht miteinander arbeitet in der Politik, sondern sobald es jemand von der gegnerischen Partei sagt, es grundsätzlich schlecht ist. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem, das so tief verankert ist und es sehr, sehr schwer sein wird, es irgendwie loszuwerden. Weil ich glaube schon, dass man miteinander ja viel mehr erreichen könnte, auch parteiübergreifend. Und dass das eigentlich auch ein
ein Grundproblem ist. Oder auch in unserem Gebiet genreübergreifend zum Beispiel. Genreübergreifend, ja. Ganz genau. Ja. Das passt auch zu dem Zitat. Wunderbar gesprochen. Ich kenne es genauso wie du. Ich habe die gleichen Erlebnisse auch in meiner Kleinstadt gehabt. Werde was, hab was, dann kommt der Neid und das muss aufhören. Und deswegen meine ich das, was man missverstehen könnte, ich sage es wirklich das mal nochmal für uns, für den Kopf, auch für die Seele, nochmal, es ist nicht die Anarchie pur, die einfach nur Zerstörung möchte, sondern eine Ordnung über das Verständnis und Ordnung über das Miteinander. So ist es. Ordnung ja. ohne Herrschaft ist die Anarchie. Mode ist vergänglich, sagt Coco Chanel, aber Stil niemals. Sehr gut. So. Was ist Geschmack? Was heißt das? Welche Rolle spielt, das haben wir eigentlich schon irgendwie jetzt besprochen, ich sag's mal, beim Ausdruck, die Stilfrage bei politischer Überzeugung. Kann man bei einer politischen Überzeugung über Stilfrage sprechen? Irland, da ging es ja auch um Freiheit, Freiheit, Unabhängigkeit. Das, und zwar mit harten Tobak, wurde da vorgegangen. Ja, und wir haben hinaufgeschaut auf die Leute, die dafür gekämpft haben und oft ihr Leben dafür gegeben haben. Also, ich weiß nicht, ob Stiel dabei war, aber die waren für uns unsere Heroes, auf jeden Fall. Aber mir fällt eigentlich ein deutscher Politiker ein, der sehr gerne im Irland war, aber Richard von Weizsäcker, der hat Stiel. Oder? Der war wirklich, und der war auch einer von den Ersten, der gesagt hat, also das war eine Befreiung am 8. April 1945. Wisst ihr, was ich mich gerade jetzt wieder einmal frage? Es ist, ich tue jetzt, es heißt immer, es wird überhaupt nicht jetzt, es wird alles immer Kunst und Kultur hinten angestellt. Nicht im Allgemeinen. Mir wird das viel zu wenig diskutiert gerade, weil just die deutschsprachigen Länder, ich sage jetzt mal nur Österreich, Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz, sich die Kultur auf die Fahne heften und sagen, wir sind Kulturstaaten, wir sind Kulturländer. Ich brauche nur anfangen, jetzt sollen wir Komponisten, Bildhauer, Dichter aufzählen, das, was uns was bildet. Ja? Dafür wundert es mich, dass keine der Großparteien jemals ever die Kultur sich als, ob es jetzt in politischen Werbekampagnen, die Kultur wirklich auf die Fahne und vor allem in einer Zeit wie der jetzigen, wo du darum kämpfen musst, dass Kultur systemrelevant ist. Ich habe in meinem letzten, vorletzten Facebook-Blog habe ich genau das Thema aufgegriffen. Waffen herstellen zum Beispiel wissen viele nicht, Rheinmetall und Heckler und Koch arbeiten und verdienen unglaublich Geld. Es werden derzeit Waffen hergestellt. Die gleichen Firmen könnten auch medizinische Geräte herstellen, aber sie stellen Waffen her. Und das ist systemrelevant. Und an der Börse zu zocken ist auch systemrelevant. Und etwas anderes, aber die Kultur ist es eben nicht. Ja? Sie ist nicht systemrelevant, heißt es. Und ich finde es ja schön für die Gläubigen, dass sie jetzt wieder in Kirchen gehen können. Ja? Aber wir leben in einem laizistischen Staat. Und ich bin der Meinung, es sollte mal die Frage gestellt werden, ob der Gottesdienst so viel wichtiger ist als Kultur. Vielleicht gründen wir die Religion. Wäre doch eine Frage, vielleicht trifft sich die Religion. Ich würde auch in einem Dom mal singen, auch mit Abstand und mit Leuten gerne. Aber ich muss das sagen, euch geht es ja noch ganz gut hier am Theater. Ja. Kolleginnen und Kollegen von mir, ich habe gerade eine Spendensammlung gemacht für genau die, die völlig ohne, die haben überhaupt nichts mehr. Ob das Techniker sind, ob das Liedermacher, Liedermacherinnen, Musiker, nichts. Die nagen am Hungertuch. Auch die Kollegen von uns, die Freischaffenden. Ja, die Freischaffenden. Ich muss einmal sagen, das ist für mich selbstverständlich. Also es gibt so viele Intendanten, die einfach bis an die Grenzen gehen, was noch rechtens ist, dass wir tun. Ich gefährde sonst wieder im System, vom System sprechend, das ganze Haus, wenn ich über diesen Schritt gehe. Und ich gefährde mich in einem Maße, wo ich es nicht mehr verantworten kann. Es muss etwas geschehen. Diese freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Teil unserer Familie. Es muss etwas geschehen. Sonst passiert eine schnelle Revolte, glaube ich. Ja. Das passt doch wunderbar zur nächsten Einspielung. Wir hören aus der Eröffnungsgala hier, soweit ich das mich erinnern kann, den Kanonensong aus der Dreigroschenoper. Ah.
kleine Anekdote. Ich musste oder durfte im zarten Alter von 28 die Drei-Groschen-Oper übernehmen. Oh. Damals in Regensburg, da erkrankte der Regisseur. Und ich kannte das Stück irgendwie und war so begeistert von dem. Aber ich kann es nicht so gut, also musste ich mich wieder einlesen und so. Und ich habe gesagt, aus dem Instinkt, das steht ja nicht drin, ich möchte ein echtes Pferd. Dann stiegen die Brechtianer auf die Barrikaden. Okay. Die Kollegen vom Schiller-Theater, die als Gast da waren, alle regten sich auf. Also die Generation, die damals so über mein Alter jetzt war. Und ich war stur als junger Mensch, jetzt auch noch, aber nicht mehr so, und habe gesagt, nein, ich bestehe drauf. Und dann fand ich, die Dramaturgie hat mir dann in die Hände gespielt und hat gesagt, du hast völlig recht, die Uraufführung wäre fast nicht zustande gekommen, weil Brecht auf das echte Pferd bestanden hat, was dann nicht kam. Aber es kam die steile Rampe zum Schiffbauerdammtheater nicht nach oben. Deswegen war es kein echtes Pferd. Und da sind wir jetzt beim Instinkt und Verstehen. Ich wusste gar nichts. Ich war völlig blank, was das anging. Mhm. Aber ich folgte einem Instinkt. Mhm. Was Brecht dieses Werk, als er das geschrieben hat, ja, waren wir in Zeiten, wo es sehr, sehr klar war schon, wohin diese Tendenz geht, wo ein verzweifelt auseinandergebrochenes Europa Einhalt wollte, aber es ist nicht gelungen. Jetzt werden wieder Grenzen geschlossen. Kann denn die Operette, die immer zeitpolitisch war, oder das Musiktheater oder ein Lied dazu beitragen, das ist jetzt vielleicht eine sehr rhetorische Frage, Grenzen zu öffnen, und wie können wir damit anfangen? Ich glaube, wenn ich da als Erster antworten darf, was ich in den letzten Jahren so vermehrt gesehen habe, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass das, was hier passiert, ja auch zeigt, alles weltweit, welcher neoliberalen Diktatur wir jahrzehntelang aufgesessen sind. Der Kapitalismus hat versagt. Und das ist nur etwas, was mir ganz deutlich wird, immer mehr und immer mehr. Zuerst privatisieren sie die Krankenhäuser zugrunde und dann beschweren sie sich, dass sie zu wenig Plätze haben. Also in Italien war es ganz, ganz offensichtlich. Ja. Aber unabhängig davon, was ich in den letzten Jahren vermehrt merke, ist, dass man mit Liedern, mit Musik Mut machen kann. Mhm. Ich sage mir immer, ich möchte gar nicht, dass ihr an mich glaubt oder an meinen Text. Ich möchte, dass ihr das in euch entdeckt, dass das in euch stark macht, was euch an mir gefällt. Ja? Es geht nicht um mich als Person. Mhm. Es geht darum, Mut zu machen. Und das schönste Kompliment war ein älterer Herr, also jünger als ich, aber älter. Und der noch jünger, Konstantin. Und der sagte zu mir, Herr Wecker, ich muss Ihnen jetzt sagen, ich wollte eigentlich den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, aber ich verspreche Ihnen, ich engagiere mich weiter, ich bleibe rebellisch. Und das ist symptomatisch auch für viele, viele Mails und Briefe, die ich bekomme. Wir können Mut machen, wir können ermutigen. Aber weißt du, ich merke, man muss ja eine Idee haben. Was ich an dir so schätze, es ist nie ein blankes Dagegensein, sondern es ist immer, es impliziert immer in dieser Aussage oder ist etwas impliziert, was sich klaren Punkt nennt, wogegen und wofür oder was eine Alternative sein könnte. Ich glaube, die Kunst sollte schon Alternativen bieten. Ich würde jetzt gerne euer Lied, wenn ihr so lieb seid, im Sitzen, im Stehen, wie wollt ihr das machen? Ich glaube, wir müssen doch zurück. Ihr müsst zurück. Dann bitte ich euch, dahin zu gehen und ich erkläre inzwischen, woher das kommt. Ja? Das Lied, das jetzt Francis Lucy und Daniel Goodman singen, und es wird von dem ausgezeichneten Gitarristen Daniel Goodman auch noch begleitet, heißt Four Green Fields. Also was Francis schon gesagt hat. Und es ist einfach, was sie erklärt hat, diese vier Teile Irlands zu einigen. Ja. Es geht um Freiheit eigentlich. Ja. Und das, ich liebe das Lied, ich kenne es. Du kanntest es schon vorher? Ich kannte das Lied, ich habe das mal gehört, und zwar in einem Film kam das vor. Und ich habe damals nachgeschaut, was das ist. Da ging es eben um den irischen Aufstand, um die Unabhängigkeit. Wenn man Unabhängigkeiten anstrebt, sagte, ich glaube, es war nicht Voltaire, aber irgendjemand in der Art, und ich zitiere es auch sehr frei, heißt es, man bewegt sich von der warmen Daunendecke in eine womöglich sehr karge nächtliche Unterkunft, ohne Gewissheit, ein Dach über den Kopf zu haben. Es ist, glaube ich, die Feigheit, die man uns nehmen muss, uns allen, um zu sagen, mit Vernunft und Besonnenheit mutig zu sein. Das versuchen wir ja am Theater auch letztendlich. Eine meiner ganz frühen Lieder, das heißt, Revoluzzer müsst man sein, sage ich am Schluss.
Aber wer macht sich schon die Blog und Revoluz den ganzen Tag? Ja, das ist die eigene Bewegung. Aber bitte, ihr Lieben, dürfte ich euch bitten. Danke, Francis, danke, Daniel. Du sagst, Konstantin, in dem Refrain, dem Lied Die weiße Rose, sagst du, es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Und das wollte ich gerne so noch als, ja, als blumiges, ja, ja, fast trügerisch blumiges Zitat zu dem sagen, was du gesagt hast, oder als Überschrift, weil was heißt denn das? Ja, natürlich. Wir tun es immer. Wenn wir vom Siegen ausgehen, sind wir in einer Leistungsgesellschaft, die für lauter Druck alle Ventile zum Platzen bringt. Ja? Glaubt ihr denn wirklich, wir haben doch auch operntechnisch große Sängerinnen, Sänger, Dirigenten, Musiker auch etwas verkacken hören oder sehen, wenn ich das so sagen darf. Ich werde nie vergessen, eine Star-Pianistin spielt eines meiner Lieblingsstücke, Bild einer Ausstellung. Ich durfte das gerade studieren und war ganz natürlich da. Ich habe, wie macht die das? Wie spielt die da die Passagen? Mhm. Kompletter Ausstieg. Mhm. Abbruch. Sie sagt, es tut mir leid, das Publikum hat herzhaft applaudiert. Sie konzentriert sich kurz und spielt es makellos weiter. Ja. So. Ja. Das Menschlichste doch am Theater ist, was kein Film, kein Streaming, auch nicht unsere Sendung hier oder unser Format, ja, unser Aufzug bringen kann, ist dieser Live, dieses Live-Mitleben. Das ist so, ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Konzerte ohne Publikum gemacht. Aha, und saublöd, also während des Liedes kannst du in dich versinken, das ist alles okay. Aber wenn dir irgendwas passiert, was einem halt immer passiert, irgendwas, du vergehst dich oder du dann, wenn du ein Publikum hast, dann lachst halt rein und dann sagst du brichst so, ich habe sogar das Lied schon abgebrochen und gesagt, könnt ihr jetzt nicht so in einem festen Stück, das ist mir klar, aber habe gesagt, Leute, das war nichts. Ich glaube, wir haben einfach schlecht angefangen. Machen wir's. Ja. Die waren begeistert, die Leute. Ja. Und das ist natürlich ohne Publikum. Ja. Und dann Witz kannst du da kaum machen. Ja, gibt's ein kleines Witz. Ja. Ich habe sogar eine Perücke während einer Aufführung
wurde schlecht festgemacht. Ehrlich? Ja. Und ist runter. Und plötzlich war ich ohne Perücke und nur mit diesem Netz da. Oder die, oh, oh Gott. Gott, aber die Leute waren... Ehrlich? Hoffen wir, dass es eine Komödie war. Ja, es war Gilbert Sullivan. Ja, so, ja dann, genau. Dann passt ja. Ja. Spielt eine musikalische Sprache für euch, Daniel, eine Rolle? Ich meine, Zwettl ist eine schöne Stadt eigentlich da oben. Ja. Aber es ist ja auch wieder eine Stadt, wo dann eine Grenze ist im vereinten Europa. Und es ist dann immer, wir sagten immer so, das sind so die Hallenbahnhofstädte. Also auch, das war auch meine Stadt, da war halt der Eiserne Vorhang. Was heißt das? Also das ist ein Hallenbahnhof, wo man reinfährt und umdrehen muss, weil man nicht durchfährt. Okay. Also Kopfbahnhof heißt es hier. Aha, aha. Ich glaube, das wäre auch das richtige Wort gewesen. Ja. Also man schaut die Stadt gar nicht an. Nein, Francis, ja. Du hast einen Bahnhof, du kannst durchfahren, steigst aus und fährst weiter. Ah, und ein Kopfbahnhof ist, da ist da Schluss, du fährst rein und der Zug muss wieder zurückfahren. Ah, okay. Ich bin Pendler gewesen von Bruck nach Wien so lange Zeit, da gab es so viele Kopfbahnhöfe. Nein, Daniel, was passiert? Du sagst vorher, ja, ich bin ein bisschen nervös oder so. Das ist ja auch ein Zeichen, du kannst so viel. Warum ist man dann nervös? Woher kommt das? Ja, ich glaube, dass gerade in dieser Form, dieser Live-Musikform, also wenn ich da jetzt ins Theater schaue, überkommt es mich auch gleich wieder, diese Emotionen, die man eigentlich nur erleben kann, wenn man wirklich live dort ist und diese Gruppendynamik, die dort entsteht, die kann zu Hause irgendwie, die kann zu Hause nicht entstehen, finde ich einfach. Also es ist schön, das zu Hause zu sehen, es ist auch schön, dass wir das hier machen, aber ich glaube, dass gerade diese Emotionen, nach denen wir auch suchen, glaube ich, nur in dieser Live-Situation sein können, wenn man wirklich vor Ort ist und auch eine große Gruppe gemeinsam das fühlt. Können wir alle gut nachvollziehen. Ja. Aber ist es nicht ein Ort auch der Exhibition, des Voyeurismus, Liebesszenen zu spielen? Ja? Überzeugend. Noch dazu hohe Töne zu singen oder besonders tiefe oder schwere oder leichte und das alles glauben lassen. Am Theater kannst du sterben, du kannst immer wieder sterben. Du fällst um, du wirst erstochen, abgemurkst, das Klassische in der Oper. Und dann gehst du von Vorhang und nimmst Ovationen entgegen. Ist es der Wunsch nach einer besseren Unwirklichkeit hinter dem Vorhang, so heißt es ja bei uns? Francis, ja? Ein bisschen, ja. Ich meine, wenn man so eine Szene spielt, also so geht es mir zumindest, dann, du bist völlig vertieft in der Szene. Also ich habe das Publikum vergessen. Ich vergesse es immer wieder. Und dann, es ist so ein Make-Believe-World. Oder nicht? Also, ja. Ich spüre das Publikum schon und mich motiviert das Publikum dann schon auch immer wieder. Und mir persönlich geht es schon sehr um diese tiefen Emotionen, diese zu erleben. Also wenn ich jetzt etwas auf der Bühne nachstelle, sollte ja das Publikum die Emotion haben. Aber wenn ich im Publikum sitze, möchte ich auch die Emotion spüren. Mhm. Und ich glaube, für mich geht es dann doch eben um, wenn ich das auf der Bühne sehe, diese Emotionen auch nachvollziehen zu können. Ja, ich bin ja in der Situation ein bisschen anders jetzt als ihr, dass ich ja eigentlich immer nur das auf der Bühne bringe, was ich selbst geschrieben habe. Also ich schlüpfe in keine Rolle. Mhm. Also für mich ist ja fast eigentlich ein Auftritt eine Art Meditation. Weil da passieren diese Momente, nicht die ganzen 3 Stunden, aber da passieren ab und zu die Momente am Klavier, beim Improvisieren oder auch während eines innig vorgetragenen Liedes, wo du wirklich auch wieder abgeschaltet vom Verstand bist, wo du einfach nur da bist, einfach nur da sein. Hat sich da was geändert im Laufe deiner Karriere? Du siehst ja so blendend jung aus, Konstantin, das weißt du auch. Das ist ja nett von dir, danke. Na, das ist einfach so. Ja, also ja, ich habe wahnsinnig gesund gelebt mein Leben lang, das weißt du. Sollen wir das kommentieren? Ich finde, gesund leben ist meistens ein bisschen fad, aber ich habe jetzt auch so zu rauchen aufgehört. Wie langweilig bin ich doch geworden. Nein. Aber wenn du's, hat sich da was geändert in diesen, kann man ja doch sagen, Jahrzehnten jetzt auch schon? Nein, also in einem Punkt hat sich nichts geändert, dass ich leidenschaftlich gerne auf die Bühne gehe. Mhm. Und also ich würd jetzt, ich meine, ich bin jetzt 72 und ich habe im letzten Jahr nur, als man noch auf die Bühne durfte, habe ich über 100 Konzerte gehabt. Und das habe ich wirklich gern gehabt. Mhm. Also ich habe mich gefreut auf jedes Konzert. Auf die Tour, auf das auch natürlich, ich habe wunderbare Mitarbeiter und wir sind alle zusammen. Mhm.
Und ich finde, also wenn ich auf die Bühne komme, kann ja mal schlecht drauf sein. Mhm. Das kennt ihr alle. Und dann werde ich so umarmt vom Publikum bei dem Anfangsapplaus. Mhm. Ja, dann bin ich schon wieder da, dann geht es mir wieder gut. Und dann ist der Applaus gar nicht, der Pablo Casals hat mir sehr schön gesagt, der Cellist, ja, mhm, es ist nicht der Applaus, es ist die Stille, die den Künstler ehrt. Mhm. Und das gilt für manche Momente unbedingt. Also wenn man so einen Satz, ein Gedicht zum Beispiel reinspricht ins Publikum und dann merkst du, die trauen sich gar nicht mehr zu atmen. Mhm. Weil das so eine, die Poesie zum Beispiel so eine Wirkung hat. Aber sagen wir mal, es ist zwar die Stille, Herr Casals, aber ohne Applaus wäre es auch Schmarrn. Aber trotzdem, es ist erstaunlich. Brauchen wir schon. Entschuldigung, du weißt das nicht. Die Seherinnen und Seher und Hörerinnen und Hörer, die wissen das jetzt und wahrscheinlich haben hier auch einige geschmunzelt. Es hat die Sopranistin Camille Schnorr das Gleiche gesagt. Da ging es um das Elvira-Rezitativ im ersten Aufzug. Brigitte Fassbender hat gesagt, ja. Mhm. Dann hat es der Matthias Hausmann gesagt, das ist das Schönste, wenn man das Publikum hat zur absoluten Stille. Ja. Und natürlich freut man sich über Applaus. Ja. Und das ist aber, apropos Applaus, dürfte ich dich bitten, du hast gesagt, du würdest uns ein wenig was spielen. Ja. Soll ich das vorher sagen oder nachher? Weil, das es kannst ist so, du gerne. Es ist ein, gerne. Ich habe ja gesagt, dass ich immer meine Texte vorher schreibe und dann vertone ich sie. Und es ist wirklich so, ich habe das auch schon öfters erzählt auf der Bühne, bei diesem Lied, das jetzt folgt, habe ich die ganze Zeit gedacht, die Refrainmelodie ist von mir. Bis ich dann eines Besseren belehrt wurde, weil meine Musiker gesagt haben, ich völlig, völlig dement bin jetzt mittlerweile und nicht mehr die Neunte kenne. Und ich habe es die ganze Zeit geglaubt, es ist von mir. Und dann natürlich fiel es mir auf und nee, ich muss dazu sagen, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich vor 190 Jahren schon so eine schöne Melodie geschrieben habe. Also, Konstantin Wecker geht zum Klavier, das finde ich ganz toll, dass er uns dieses Geschenk macht aus den antifaschistischen Liedern, ja? Den Parolen keine Chance, passend vielleicht auch über die Freiheit und die Notwendigkeit zwischen Wort und Ton. Den Parolen keine Chance, lass sie nicht ans Tageslicht. Lass sie in den Grüften modern, öffnet ihre Gräber nicht. Volk, Nation und Vaterland sind ihr krudes Kampfgebrüll. Alles, was dadurch verbrochen, war doch längst entsorgt im Müll. Wenn sie jetzt den Menschenfängern wieder aus den Mäulern sprudeln, lasst sie ungehört verdorren, lasst euch nicht dadurch besudeln. Kriege mit Millionen Toten haben sie uns eingebracht. Folter, Mord und Diktaturen, Siegeszug brutaler Macht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Nennt mich gerne einen Spinner, Utopisten und naiv, doch ich will nicht akzeptieren, was da aus dem Ruder lief. Es gibt sicher schönere Lieder, wohlgefällig ausgedacht, doch ich glaube, hin und wieder ist ein Aufschrei angebracht. Ja, ich hab schon oft besungen, doch ich wiederhole mich gern. Damals war das Schreckgespenst zwar bedrohlich, doch noch fern. Aber jetzt sind die Gespenster wieder mal aus Fleisch und Blut. Und es darf nicht mehr erwachen, was in ihnen drohen droht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wie den Hass durch Zärtlichkeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit.
Vielen, vielen Dank, Konstantin. Es ist ja nur ein kleiner, eine kleine Ähnlichkeit mit der Ode, oder? Ode an die Leidenschaft. Können wir direkt jetzt, ich würde das gerne machen, direkt reinschauen in einen Zuspieler aus dem Klang der ungespielten Töne? Oh ja, bitte. Ja? Lustlosigkeit ist das Erste, was mir bei Brahms einfällt. Jetzt nimm ihn nicht immer in Schutz, den Buben, sondern hau ihm halt einmal eine herunter. Ich geh raus und zähl bis 20 und du gibst ihm eine Ohrfeige. Sonst muss ich es. Ich habe noch nie einen Menschen schlagen können. Und schon gar nicht meinen eigenen Buben. Wir machen es jetzt so. Ich klatsche in die Hände und du schreist Aua. Aua! Ob meine Mutter wirklich eine große Pianistin geworden wäre? Das männlich-burschikose ihres Auftretens bestimmte auch ihren Anschlag. Mit 18 Jahren opferte sie ihre Karriere dem sandernen Taumel meines Vaters. Und es blitzten die Sterne. Und es dampfte die Erde, die Tür des Gartens knarrte. Es nahten sich einige Schritte. Sie kam wie eine Gottheit. Wie ist das, wenn du dich als Cavaradossi hörst? Na, dazu muss man noch mal vielleicht erklärend sagen, das war mein zweiter Roman, Der Klang der ungespielten Töne. Und es ist mein poetischstes Buch eigentlich, also auswärts den Gedichten. Und der Michael Dangl hat es ins Theater umgesetzt. Mhm. Ja, es ist eigentlich das, was ich vorhin erzählt habe, kommt vor. Mit meinem Vater, und das ist auch eine Geschichte, die ich mit meinem Vater erlebt habe. Mein Vater war ein antiautoritärer Mann, ein Wunder. Mhm. 1914 geboren, in einer Zeit der schwarzen Pädagogik. Mhm. Und die Mama hat öfters zu ihm gesagt, dass er mich schlagen soll, weil ich frech war. Und dann kam eben die Geschichte, sagte, ich habe noch nie jemanden geschlagen, schon gar nicht meinen eigenen Bub. Also wirklich ein unglaubliches. Und diese Geschichte erzählen wir zu dritt auf der Bühne, aber eben mit Orchester. Mhm. Und ein kleiner Knabe hat, der auch Konstantin heißt, hat meine Partien gesungen, der Traviata. Es war ein so berührender und umjubelter Abend, den wir hoffentlich baldigst möglich wieder hier spielen, egal vor wie vielen Leuten. Ich bin ja einer, der sagt, ich weiß, Minister Siebler setzt sich wirklich für uns ein. Ich muss mal auch was wirklich Positives sagen, sonst glaube ich, ich bin schon wie du und bin keine Revolution. Ja, aber nee, sie tun schon. Wir sind im Theater, wir haben Rollen. Ja. Verstehst du? Ja, es ist, wie heißt es, wir treten alle auf und spielen unsere Rolle und dann treten wir wieder ab. Das sagt Shakespeare so in etwas wie im wirklichen Leben. Ich glaube, du hast einen Lieblingssänger. Ja. Also mein absoluter Liebling ist Jussi Björling. Jussi Björling, da schmachte ich nur noch dahin. Das ein Timbre, hat auch mein Vater schon, hat ihn sehr geliebt. Der hat ihn sogar mal live gehört. Und ja, Björling, egal was er singt, aber vor allem natürlich Nessun Dorma, finde ich von ihm atemberaubend. Eine Leichtigkeit in der Höhe und ein wie gesagt, das Timbre. Das heißt, irgendjemand hat mal gesagt, der Mann mit dem schönsten Timbre der Welt. Mhm. Tut es dir leid, Bariton zu sein? Nein, eigentlich gar nicht. Das ist sehr beruhigend. Ja, ich glaube, als Tenor hat man andere, ich glaube, man beschäftigt sich in der Garderobe viel mehr mit den hohen Tönen als Bariton. Na gut, ein Bariton hat ja auch Holt. Du wirst ja nächste Saison auch den Figaro singen, im rosinischen Figaro, ne? Das hat auch hohe Töne drin, das stimmt, aber es hängt nicht alles so von diesem einen hohen C ab, wie bei den Tenören. Ich glaube, das ist psychisch schon eine einfach größere Herausforderung als für Baritöne. Eine Wunschrolle, so junge Menschen frage ich nach Wunschrollen. Wunschrolle. Francis, ich frage dich auch gleich.
Nach einer Wunschrolle. Also grundsätzlich habe ich mir, bevor ich jetzt Papageno gesungen habe, immer gewünscht, dass ich einmal Papageno auf einer schönen großen Bühne singe. Das habe ich nun abgehakt, das freut mich sehr, aber ich freue mich noch auf viele weitere Papagenos. Und natürlich ist Don Giovanni ist eine Oper, die mich schon sehr, sehr viele Jahre begleitet und eine meiner Lieblingsopern überhaupt ist. Und ich habe jetzt schon den Leporello singen dürfen. Ich darf jetzt auch hier hoffentlich, wenn wir wieder spielen dürfen, den Masetto singen. Aber eigentlich ist Don Giovanni schon eigentlich mal eine meiner Wunschrollen. Ich garantiere dir, du wirst alle drei Rollen in diesem. Da bin ich mir ganz sicher. Konstantin, hast du noch eine Wunschrolle? Ich habe übrigens bei meiner Aufnahmeprüfung damals an der Hochschule habe ich Papageno gesungen. Ja. Welche? Ein Mädchen? Diesen Baum hier muss ich zieren. Und dann habe ich, aber schön. Also Don Giovanni finde ich auch ein unglaublich. Ja. Unglaublich. Konstantin, Opa. Was war dein Vater? Was hatte er? Tenor. Er war Tenor. Mein Vater war Tenor und ich war eigentlich auch ein Tenor vom Klang her, aber dann rutschte ich im Bariton ab und dann überhaupt bei den Liedern ist ja wieder was ganz anderes. Also ich könnte natürlich jetzt kein Tenor mehr singen. Wenn ich jetzt, du verstehst das nicht falsch, wenn ich sage, wir freuen uns jetzt hier einen Tenor begrüßen zu dürfen, nämlich Lucian Grasnek. Er wird wieder begleitet von Darian Iwesitz, aber du gestattest mir zu sagen, dass wir froh sind, dass du kein Opernsänger wurdest, sonst hätten wir all das, was du uns gegeben hast und was für mich wirklich wichtig war. Für mich und mein Großwerden waren deine Lieder sehr wichtig, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich war gewohnt, prinzipiell nur Klassik zu spielen und zu hören. Ich hatte die Zeit nicht oder die Begabung, glaube ich auch nicht, dieses Crossover zu machen. Für mich, und ich glaube, ich spreche für viele, warst du sehr prägend. Und deswegen verstehst du, warum es mir so wichtig war, dich hier auch jetzt nicht nur in dieser Zeit, sondern überhaupt in diesem Haus begrüßen zu dürfen. Ich danke dir. Ich bin auch froh, muss ich sagen, weil ich glaube, ich könnte mit 72, 73 als Rückblick auf eine Tenorkarriere könnte nicht mehr 100 Konzerte im Jahr machen. Also insofern. Das nicht, aber so gut wie die Stimme sitzt, wärst du noch immer ein glänzender Herr Rodes. Ja? So, Lucian, wunderbar, dass du wieder da bist. Wir hören La Traviata. Agi per me lasciò doviti amori e le pompose feste o vaglia magia vezzo avere a schiavo ciascun di sua bellezza ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascer mi sento ed al soffio d'amor rigenerato scordo negare i suoi tutto il passato. Vivere, io voglio a te fedel, ah sì,
versa in memore. Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo. Bravo, Lucian Grasnek und Darian Ivesic. Vielen Dank, vielen Dank. Ein Schlusswort zu sagen, habe ich mir lang überlegt, was ich sagen könnte. Wir hätten gern noch die ganze Oper gehört, oder? Unbedingt. Von der Arie kenne ich jede Note seit 70 Jahren auswendig, so ungefähr. Ja, weil mein Papa hat die jeden Tag gesungen. Ja. Und du bist sichtlich berührt. Ich bin richtig berührt. Musik? Und er hat auch sehr schön gesungen. Ja, das ist, muss man wirklich sagen. Ich sag's immer, so glücklich, diese Leute hier zu haben, nicht nur der künstlerischen Qualität, sondern das betrifft unser ganzes Haus, auch der menschlichen Qualität. Mhm. Francis, ich bedanke mich so sehr. Danke. Daniel, vielen Dank. Und lieber Konstantin, vielen Dank. Bevor wir uns wieder in den Orkus des Dornröschenschlafs begeben und wir abfahren, möchte ich uns ein Schlusswort zurufen. Und ich hoffe, wir werden alles dagegen tun, dass das nicht passiert. Es ist ein unbekannter Verfasser oder eine Verfasserin, die da sagt, wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge große Schatten. Möge es uns nie passieren. Vielen Dank und ich freue mich, wenn ich Sie wieder begrüßen darf, hinterm Vorhang aus dem Staatstheater am Gärtnerplatz. Danke, ihr Lieben, dass ihr da wart. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.